Hi Leute, heute gibt es ein sehr interessantes Style and Talk von mir. Wie ihr seht, ich bin komplett ungeschminkt, habe auch schon mein Stirnbändchen hier auf. Total viele fragen mich, woher ich das habe. Ich werde euch das mal in die Infobox verlinken, damit ihr euch das endlich nachkaufen könnt. Und weil ich ganz genau weiß, dass mich super viele fragen werden, woher meine Ohrringe sind und woher mein Schmuck ist, den ich trage. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Ich hoffe, das sieht man hier ganz gut. Das ist ja meine eigene Kette aus der Kollektion von So Cozy. Die ist aber aktuell in Gold ausverkauft. Könnt ihr aber vorbestellen für den 1. April. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Das ist halt, wie gesagt, meine eigene Kette und ich liebe sie so sehr und trage sie wirklich jeden Tag. Die gibt es in Silber, Rosé, Gold und Gold. Und Gold ist halt eben schon ausverkauft, leider. Könnt ihr dann eben ab dem 1. April nachbestellen. Und genau, das verlinke ich euch dann auch sehr gerne in der Infobox, also schaut gerne vorbei. Da werde ich dann alles verlinkt haben, auch dieses Stirnband. Das wurde ja so oft angefragt von euch, oh mein Gott. Ja, ich habe ein riesengroßes Paket bekommen von Givenchy, beziehungsweise zwei fette, volle Tüten mit Make-up drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch nie so wirklich deren Make-up ausgetestet. Also klar, so ein paar Produkte hatte ich mal, aber jetzt nicht so viele. Und deswegen dachte ich mir, ich nutze einfach mal dieses Style & Talk Video, um eben eure häufigsten Fragen aufzuklären und eben dieses neue Make-up hier zu testen von Givenchy. Wie gesagt, ich habe so viele Produkte von denen bekommen und da werde ich euch dann offen und ehrlich sagen, was ich empfehlen kann und was vielleicht auch nicht. Und die haben mir auch ein Parfüm zugeschickt. Ich liebe dieses Parfüm, Leute. Wie ihr seht, ich habe das einen Tag und habe schon so ein bisschen was aufgebraucht, weil ich echt ganz schön viel gesprüht habe. Und oh, ich liebe diesen Duft, ne? Das ist das hier. Könnt ihr euch jetzt gerne einen Screenshot machen. Das ist einfach wirklich so ein richtig typischer Zara-Duft. Ich stehe voll auf solche Düfte. Der riecht süß, der riecht frisch, der riecht einfach, keine Ahnung, der riecht einfach geil. Ich habe hier von denen ein Healthy Glow Gel bekommen. Und das ist halt wahrscheinlich wie so ein Primer. Oh, der nennt sich Mister. Und oh mein Gott, Leute, der sieht richtig fancy aus. Guckt euch das mal an von drinnen. Könnt ihr das erkennen? Das sieht wirklich richtig strange aus. Seht ihr das? Das ist wirklich so lustig. Genau, sobald man sich das dann in die Haut einreibt, verschwinden diese Kügelchen. Ist echt sehr, sehr witzig gemacht. Da bin ich echt gespannt, wie dann meine Haut aussieht. Aber ich glaube, es sieht schon sehr, sehr glowy aus. Finde ich aber echt ein geiles Produkt. Habe ich so bisher noch nie bei irgendeiner Marke gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir machen direkt mal weiter dann mit Foundation. Haben die mir leider nicht geschickt, deswegen nehme ich einfach mal meine. Von Too Faced ist das die Born This Way Foundation in der Farbe Light Beige habe ich die. Und ja, ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern ich wollte euch ja ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt, die wirklich nicht aufhören. Und ihr wolltet unbedingt wissen, wo ist Zoe? Wie ihr wisst, habe ich ja eigentlich zwei Hunde. Ein Hund ist ja Molly. Also ich hatte ja zwei Poms, also zwei Pomeranien. Ein Hund, der ist weiß, die heißt Molly, für die Leute, die es nicht wissen. Und den zweiten Hund habe ich mir dann ein Jahr später geholt, ungefähr ist Molly. Oder nee, als Molly noch nicht mal eins war, genau. So sagen wir mal 6, 7, 8 Monate später habe ich mir einen zweiten Hund gekauft und die ist schwarz und heißt Zoe. Genau, und ich hatte immer zwei Hunde und irgendwann habe ich dann angefangen, nur noch einen Hund so wirklich öfter zu zeigen und zwar Molly. Und Zoe, oh mein Gott, ich finde das gerade mega schön. Seht ihr das, was für einen gesunden Glow man dadurch hat, wenn man Foundation aufträgt. Ich bin gerade richtig begeistert. Genau, und ihr habt euch dann gefragt, okay, warum zeigt die Sarah denn nur noch Molly und wo ist denn Zoe? Und eigentlich habe ich auf dem Vlog-Kanal bei uns schon ein Video darüber gedreht und habe euch das erklärt. Aber weil diese Frage einfach nicht aufhört und total viel spekuliert wird, mir voll viele Sachen vorgeworfen werden bezüglich dem Hund und viele schreiben auch, ja, du hast ihn ins Tierheim abgegeben. Also Leute, ganz ehrlich, das ist wirklich krank. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann fragt. Ich habe es auch wirklich 20 Mal schon auf Instagram beantwortet, aber trotzdem ist das so eine häufig gestellte Frage, die irgendwie auch gar nicht aufhört. Deswegen hoffe ich, dass ich sie hiermit beantworten konnte, dass dann wirklich auch jeder Ruhe gibt und jeder Bescheid weiß, weil ich glaube, eine Story wird ja sowieso nach 24 Stunden gelöscht und dann wissen die Leute immer noch nicht Bescheid, die es halt eben nicht gesehen haben und ich habe halt eigentlich auch gedacht, dass ich Klarheit geschaffen habe mit dem Video auf dem Vlog-Kanal, aber anscheinend war dem nicht so. Deswegen hoffe ich wirklich, dass alle, die das Thema brennt, interessiert, dass sie es eben hier in diesem Video mitbekommen. Zoe war ja eine Zeit lang bei uns und hat auch bei uns gelebt und es hat eigentlich wunderbar auch alles geklappt. Und irgendwann waren wir halt, also was heißt irgendwann, wir waren halt sehr, sehr oft bei meinen Eltern. Und wie ihr wisst, war ja Molly unser Familienhund sozusagen. Also Molly war schon in der Familie integriert sozusagen. Und als ich dann ausgezogen bin, dann mit Manu zusammen, also Manu war ja zuerst, sage ich mal, allein in der Wohnung und ich bin ja dann nachgekommen sozusagen. Es war ja nicht geplant, dass wir sofort zusammenziehen.
Habe ich einfach Molly mitgenommen. Molly war dann unser Hund sozusagen und nicht mehr der Hund der Familie, sondern einfach mein Hund, weil ich sie auch damals geholt habe. Und eigentlich war sie dann halt so der Familienhund. Mein Opa hat sie vermisst, meine Oma hat sie vermisst, meine Tante hat sie vermisst, Lara hat sie vermisst, meine Eltern. Und dann war das große Drama, wir wollen Molly wieder zurück. Ja, das wollte ich dann natürlich nicht, weil Molly war halt so mein Baby. Und dann mussten wir uns halt immer abwechseln. Ich musste Molly halt immer dorthin bringen. Und irgendwann habe ich mir dann halt Zoe geholt, weil ich einfach wollte, dass Molly einen Spielgefährten hat. Hat auch eigentlich wirklich super geklappt. Bevor ich weiter erzähle, pudere ich mir ganz kurz mein Gesicht ab, und zwar mit diesem Produkt hier. Und zwar ist das das Prisme Libre, so nennt sich das. Ist wirklich ein richtig cooles Puder, so schaut es aus. Und da habt ihr verschiedene Töne drin, habt dann auch noch so eine Puderquaste. Und muss ich mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ach, das muss man hier einfach nur abziehen, okay. Okay, ich werde das einfach auch mal mit dieser Quaste hier auftragen. Ich werde es einfach mal so machen. Und wie ihr seht, habt ihr dann dieses Givenchy-Zeichen auch direkt da drauf. Und das werde ich mir jetzt einfach mal hier aufgeben. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr lustig im Gesicht aus. Aber es mattiert sehr, sehr schön. Wow. Ist auch voll cool, weil so habt ihr nicht so viel Produkt drauf und könnt direkt das Ganze einarbeiten. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut mit der Quaste. Und man sieht aber trotzdem diesen Glow durch. Wisst ihr, wie ich meine? Finde ich echt nicht schlecht. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und ich bin voll begeistert irgendwie gerade davon. Aber ja, ich erzähle weiter. Wie gesagt, irgendwann habe ich mir dann Zoe dann gekauft, um eben einen Spielkameraden für Molly zu haben. Und ich war sehr, sehr oft bei meinen Eltern mit beiden, also mit Zoe und Molly. Also eigentlich jeden Tag, mehrfach sogar. Wir haben ja nicht so weit von meinen Eltern weggewohnt. Und irgendwie hat man dann halt gemerkt, dass Zoe viel lieber da bleiben möchte. Also, wie soll ich das erklären? Zoe hat dann richtig gequietscht, als wir im Auto waren mit Molly und wieder nach Hause fahren wollten. Und sie wollte wirklich so zu meinen Eltern die ganze Zeit. Und ich habe mich so gefragt, ey, was hast du denn falsch gemacht? Die hat so wirklich richtig gejault im Auto. Und als meine Mutter gekommen ist, hat die sich total gefreut. Und irgendwann kam dann meine Mutter so und meinte so, ey, guck mal, sind zwei Hunde nicht so viel für dich? Und ich so, nein, sind sie nicht. Und sie meinte dann so, ja, aber guck mal, du hast uns Molly doch einfach weggenommen. Du siehst ja, Zoe fühlt sich bei uns eigentlich viel wohler. Wahrscheinlich ist sie dann halt auch in einem großen, also ich weiß, dass Zoe in einem sehr, sehr großen Haus aufgewachsen ist. Und ja, halt Garten und sowas gewohnt war. Und weil wir ja damals noch so eine ganz schräge Nachbarin hatten, konnten wir halt unseren Garten, den wir damals bei unserer Wohnung hatten, nicht mitbenutzen. Weil sie eben voll was dagegen hatte, als ich mit dem Hund oder mit den Hunden unten war. Und deswegen hatten wir eigentlich gar keinen Garten für Zoe, sondern mussten halt immer mit der Leine irgendwo ins Feld fahren und sie dann halt da frei laufen lassen. Und das jetzt auch nicht so den ganzen Tag, sag ich mal, sondern halt immer so ein, zwei Stündchen und dann halt wieder nach Hause und rein. Und ich glaube einfach, dass Zoe bei meinen Eltern halt diesen Garten und alles und diesen Auslauf total gefeiert hat. Und ja, irgendwann haben wir dann Zoe auch mal da schlafen lassen, weil meine Mutter darauf bestanden hat. Und dann wollte sie gar nicht mehr zu uns. Also wirklich, ich konnte es nicht fassen. Sie ist einfach weggerannt, als ich gekommen bin. Und wollte einfach nicht mehr zu mir. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los? Das hier ist ein sehr, sehr interessantes Produkt. Das nennt sich Prisme Visage, glaube ich. Ist die Farbe Dentelle Beige. Und das ist wirklich ein richtig cooles Produkt. Damit könnt ihr halt highlighten und hiermit könnt ihr dann halt konturieren. Ja, und ich erzähle euch mal weiter. Ich wollte dann Zoe am nächsten Tag abholen. Und bin dann so zu meiner Mutter gefahren. Sie ist einfach von mir weggerannt und wollte einfach nur noch zu meiner Mutter so. Ich habe mir halt auch so gedacht, hä, ich habe ihr doch eigentlich nichts getan. Aber sie wollte unbedingt bei meinen Eltern bleiben und hat die ganze Zeit geheult und gequietscht, als ich dann gehen wollte. Ich denke mir so, hä? Und hat meine Mutter so gesagt, haha, siehst du, die will einfach bei uns bleiben. Ja, und dann hat sie meine Mutter wieder genommen und seitdem war es halt so der Hund von meinen Eltern und wieder der Familienhund, den ich damals, also weggenommen habe sozusagen. Also damals habe ich ja Molly einfach weggenommen und dann hat meine Mutter gesagt, ganz ehrlich, kann ich die nicht haben und ich bin doch deine Mutter und bla bla bla, wir wollen halt, also die wollten, haben halt wirklich immer darauf bestanden, dass ich halt Molly fast jeden Tag zu denen bringe und ich hatte halt immer diese Fahrerei. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ihr halt wirklich alle drauf besteht. Meine ganze Familie hat sich so gefreut. Mein Opa hat schon richtig Tränen in den Augen gehabt, weil er halt wirklich Molly so vermisst hat. Und er war dann so glücklich, dass sie halt endlich wieder einen Hund haben. Ja, weil die halt Molly halt so stark vermisst haben. Und ja, keine Ahnung, dann haben die mir halt die ganze Zeit aufgeschwätzt, dass Hunde, also zwei Hunde in der Wohnung ja viel zu viel wären. Und so ist ja perfekt und optimal und bla bla bla. Und wie gesagt, da habe ich gedacht, okay, es sind halt meine Eltern. Und ich habe denen dann sozusagen den Hund gegeben. Nicht, weil ich mit Zoe jetzt nicht klargekommen bin oder so, weil es haben ja auch voll viele gesagt, ich hätte sie im Tierheim abgegeben, weil ich nicht mit ihr klargekommen bin. Keine Ahnung, was die noch alles erzählt haben. Oder Zoe wäre tot. Also das auf gar keinen Fall. Zoe ist nicht tot, Zoe lebt bei meinen Eltern. Und das auch nicht, weil ich sie freiwillig abgegeben habe, sondern weil Zoe sich irgendwie da wohler gefühlt hat.
und dann die ganze Zeit gequietscht hat und gejault hat, als wir halt gegangen sind von dort. Und irgendwie hat es ihr da besser gefallen. Und ich denke mal, mein Gott, vielleicht sollte es halt eben so sein. Ich habe Molly damals aus der Familie rausgerissen. Es war mir total egal, was mein Opa, meine Mutter oder sonst wer gesagt haben. Ich habe einfach auf eigene Faust gehandelt, mein Hund, und lasst mich alle in Ruhe. Ja, und dann musste ich mich halt sozusagen von meinem zweiten Hund, den ich dann geholt habe, trennen. Also was heißt trennen? Das ist ja bei mir zu Hause. Ich hatte einen Fahrweg von 2 Minuten bis nach Hause. Also ich habe halt trotzdem Zoe fast jeden Tag gesehen, beziehungsweise eigentlich auch jeden Tag. Aber ich habe sie halt nicht so oft in der Story gezeigt. Und ja, Zoe geht's wunderbar. Ja, Zoe schläft auch schön bei meinen Eltern im Bett und keine Ahnung, wird von vorne bis hinten richtig verwöhnt. Und glaubt mir, Zoe geht's richtig gut. Und es liegt nicht daran, dass ich sie nicht geliebt habe oder sonst irgendwas oder abgeschoben hätte oder keine Ahnung, was sich manche Leute einbilden. Sondern es lag wirklich einfach daran, dass sie einfach, ja, sich da wohler gefühlt hat. Jetzt wisst ihr es hoffentlich und ich probiere jetzt mal diese 2 Produkte hier aus. Ist sehr natürlich. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr mit dem Pinsel noch reingehen. Oh, es gefällt mir richtig gut, Leute. Es sieht so schön aus. Weil wenn man hier so auf den ersten Blick guckt, hätte ich wirklich gedacht, das gibt kaum Farbe ab, weil die Farbe halt so sehr, sehr leicht ist. Ich mische übrigens hier die 2 Töne. So, wir machen weiter mit Blush. Hier habe ich dann auch so ein 4er Blush in der Farbe 03 Spice, war das, genau. Und dann nehme ich mir mal meinen Blushpinsel zur Hand und mische einfach mal alle Farben und trage mir das mal auf. Oh mein Gott, auch so schön. Es ist halt alles so super natürlich, aber es sieht so toll aus. Guckt euch das mal an. Sieht einfach geil aus. Ich hätte wirklich gedacht, dass mich die Produkte nicht so krass überzeugen, weil so auf den ersten Blick dachte ich mir so, das ist wahrscheinlich gar nicht so gut pigmentiert, aber guckt euch das mal an. Es sieht einfach, ja, ich glaube, ihr seht es ja selber, es sieht wirklich einfach perfekt aus. So wirklich wie so eine Porzellan-Puppenhaut, auch durch diesen Glow da drunter. Ja, es ist einfach nur göttlich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Es sieht einfach richtig toll aus. Was ich aber definitiv noch brauche, ist ein Highlighter, den ich, glaube ich, hier nicht habe. Deswegen hole ich mir einfach mal meinen. Ja, ich habe hier auch noch so einen Lip Balm von Givenchy bekommen. Den teste ich auch mal direkt. Oha, guck mal bitte, was eine schöne Verpackung das ist. Wow. Der nennt sich übrigens Blue Pink 04. Das ist die Farbe. Und, okay. Mal schauen. Muss ich wirklich sagen, es sind mir zu viele Glitzerpartikel und es ist mir für einen Lip Balm ein bisschen zu farbig. Ich kann euch das hier auch nochmal zeigen, also hier sieht es echt arg aus. Pflegt auf jeden Fall schön die Lippen, aber wie ihr seht, es sind halt wirklich, also für mich persönlich sind es einfach ein bisschen zu viele Glitzerpartikel. Farbe ist natürlich nicht blau, so wie in der Verpackung. Aber wie gesagt, es sind mir halt, ich komme da ein bisschen näher dran, vielleicht seht ihr das. Es sind mir einfach zu viele grobe Glitzerpartikelchen, deswegen nehme ich das, glaube ich, ganz schnell mal wieder ab, weil ich möchte Lippenstift drauf machen. Ich hoffe, das geht so. Ja, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage und auch mit dem nächsten Produkt. Und zwar habe ich hier so ein, oh, das bitzelt sogar so ein bisschen auf den Lippen, krass. Hier habe ich ein Quattro bekommen, so ein Quattro-Teil. Es nennt sich Prisme Quattro oder so. Ich kann halt echt kein Französisch, Leute. Und das ist so ein Teil hier. Ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von diesen Farben, aber ich probiere es heute trotzdem einfach mal aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das bei mir aussieht. Vielleicht werde ich auch nicht alle Töne probieren. Ich werde mir das einfach mal kurz anschauen. Ich werde zuallererst hier in diesen lila Ton reingehen und werde mir das in die Lidfalte geben. Ja, super viele wollten auch wissen, in welchem Bezirk wir jetzt in Berlin wohnen und verstehen gar nicht, warum wir das nicht gesagt haben. Also ich muss jetzt vorab wirklich sagen, wir haben nicht vor, euch zu erzählen, in welchem Bezirk wir in Berlin wohnen. Einfach nur aus dem Grund, ja, weil ich das einfach privat halten möchte. So ein bisschen Privatsphäre muss auch sein. Deswegen erzählen wir euch das nicht. Und ich glaube, mit diesem Produkt kann ich kein richtig schönes Make-up schminken, weil es sind mir einfach zu wenige Farben und auch Farben, die ich nicht so gerne mag, Leute. Außer das hier, das würde ich, glaube ich, ganz schön finden, um den Braunbogen noch zu highlighten. Ja, das sieht echt toll aus. Ein richtig, richtig toller Ton. Ich glaube, das kann man auch ganz gut sehen, aber mit den blauen restlichen Farben kann ich, glaube ich, echt heute nicht so gut arbeiten. So, ich habe mir jetzt einfach mal hier meine neue Palette zur Hand geholt und zwar die Soft Glam von Anastasia Beverly Hills und die finde ich halt wirklich mega, mega schön. Das sind halt eher so meine Farben, wisst ihr? Deswegen werde ich auch heute, glaube ich, damit einfach mal weitermachen. Ich gehe jetzt zuallererst in die Farbe Burnt Orange und werde die einfach mal als Base jetzt benutzen.
So, womit machen wir weiter? Ich brauche einen neuen sauberen Pinsel. Ich muss mal wirklich wieder meine Pinsel waschen. Aber Leute, ich bin so faul, um Pinsel zu waschen. Am liebsten würde ich die wieder alle in die Waschmaschine stecken. Aber das mache ich nicht nochmal, weil dann gehen die Stiele halt so kaputt. Und ja, ich muss mir halt wirklich mal Zeit nehmen, so 2, 3 Stündchen, um alle Pinsel zu waschen. Es dauert einfach so lange und das nervt mich voll. Naja, wir machen mal weiter mit der Farbe Sienna. Und da gehe ich einfach mal hier so in meine Lidfalte und verteile da schön. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen gekleckert. So sieht das jetzt aktuell aus, muss noch ein bisschen ausgeblendet werden. Das mache ich aber zum Schluss. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Mulberry, also dieses dunkle Rot, und werde mir das nochmal unten am Wimpernkranz auftragen. So gefällt mir das jetzt ganz gut. Und jetzt nehme ich mir hier mal einen ganz, ganz glitzerigen Ton, und zwar Sultry nennt er sich. Oder soll ich Rose Pink nehmen? Nee, ich gehe wirklich mal in diesen richtig fetten Glitzerton hier rein. Und der ist übrigens, wow, der ist wirklich echt heftig pigmentiert. Kann man das sehen? Und den trage ich mir hier auf mein komplettes Augenlid auf. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ich hatte, glaube ich, noch nie einen schöneren Ton, Leute. Wie hübsch ist das bitte? Naja, Leute, irgendwie finde ich die Mascara jetzt nicht. Ich könnte meinen, ich hätte noch eine Mascara gehabt, aber irgendwie ist sie nicht da. Deswegen machen wir mal ganz schnell weiter mit den Lippen. Und zwar habe ich hier von Givenchy den Lip Liner in der Farbe 08 Parme Silhouette oder so. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein richtig schöner Nude-Ton. Und den werde ich mir jetzt mal auftragen. Ich nehme jetzt hier diesen Givenchy Lippenstift Rouge Interdit oder so. Nude in the Dark nennt er sich. Und den trage ich jetzt auf. Und oh mein Gott, Leute, das ist wirklich, ich liebe solche Töne. Während ich mir jetzt noch meine Wimperntusche mit der Unlimited Mascara von L'Oreal, die mag ich auch sehr, sehr gerne aktuell, werde ich euch noch mal ein paar Infos zu Ria geben, weil ich ja wirklich total oft gefragt werde: Hey Sarah, wie kann ich die erreichen? Also, Ria könnt ihr eigentlich zu normalen Zeiten erreichen. Ihr könnt die eigentlich anrufen, wann ihr möchtet. Natürlich jetzt nicht am Sonntag oder so und auch nicht jetzt um 22 Uhr oder jetzt auch nicht um 20 Uhr, aber halt so da, wo man, sage ich mal, Menschen anruft, könnt ihr die gerne anrufen. Und die Telefonnummer: Es gibt eine Festnetznummer und eine Handynummer. Und da kostet das nichts, wenn ihr da anruft, ne? Nur mal so. Genau, und voll viele haben mich gefragt, wo steht denn die Nummer? Also ich habe in allen Videos, wo ich sie erwähnt habe, ihre Nummer unten in die Infobox geschrieben. Einmal die Haustelefonnummer, also Festnetznummer, und einmal die Handynummer. Da könnt ihr sie erreichen. Und wer irgendwie Angst hat anzurufen, kann ja mal eine SMS schreiben oder eine WhatsApp. Ihr müsst halt auch wirklich bedenken, Ria ist wirklich keine junge Frau mehr. Sie ist schon 70, glaube ich, oder 60 auf jeden Fall. Und sie ist halt wirklich nicht mehr die Jüngste, sodass ihr jetzt sagen könnt: Oh, die antwortet mir jetzt nicht so schnell. Sie wird auf jeden Fall super schnell, also schnell wie möglich, euch antworten. Deswegen seid ein bisschen geduldig und seid nicht böse, wenn sie nicht direkt antwortet. Aber es wird auf jeden Fall eine Antwort kommen. Und ihr könnt dann mit ihr ein, oh Gott, die unteren Wimpern sind immer die schwersten beim Reden. Ihr könnt dann eben mit ihr einen Termin vereinbaren, indem ihr dann halt eben vorher bezahlt über PayPal oder Überweisung. Ne, PayPal hat sie, glaube ich, nicht, Überweisung. Und ihr überweist ihr dann, wie gesagt, die 50 Euro im Voraus. Wenn ich überweisen kann, kannst du irgendwie dann per Post schicken oder so. Ich glaube, PayPal hat sie nicht. Ja, und dann könnt ihr mit ihr einen Telefontermin vereinbaren und dann eben mit ihr telefonieren. Und das geht nicht über eine Hotline oder sonst irgendwas. Es ist keine Hotline, weil sowas würde ich euch auch nicht andrehen, weil ich mit sowas, ehrlich gesagt, nie gute Erfahrungen gemacht habe mit solchen komischen Hotlines, wo dann pro Minute irgendwie Geld abgebucht wird. Das ist halt echt die reinste Verarsche. Sie nimmt sich halt, wie gesagt, Zeit individuell für jeden. Und es das heißt jetzt nicht, bezahl 50 Euro und du musst jetzt nach 10 Minuten auflegen und dann nach einer Stunde. Ich glaube, mein erstes Gespräch ging mit ihr circa 1,5 Stunden oder so. Ich komme noch mal ein bisschen näher dran. Also wie gesagt, die Produkte haben mir alle sehr, sehr gut gefallen, bis ihr halt eben auf das Quattro hier. Ich glaube, das war das, oder? Nee, das hier. Aber das sind halt auch wirklich nicht meine Farben gewesen, muss man halt wirklich sagen. Die Pigmentierung war okay, aber alles andere, was ich jetzt getestet habe, war wirklich der Hit. Gerade hier so Kontur und Blush und so. Und auch das hier, also das hier ist wirklich, Moment, wo ist das Produkt? Das hier, dieses, das nennt sich Mist da. Das ist halt wirklich richtig, richtig cool. Mit diesen Perlen da drinnen, die sich dann eben auf deinem Gesicht so auflösen und so ein Glow zaubern. Ja, ich glaube, dieses Video ist wirklich ewig lang geworden. Deswegen laber ich gar nicht mehr weiter drum rum. Wenn ihr irgendwas sucht, was ihr braucht, findet ihr alles in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao!